Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Mit ein paar Neuigkeiten. Heute ist Donnerstag. Ich werde es heute Abend noch versuchen hochzuladen. Und zwar der nächste legendäre Raid Boss wurde bekannt gegeben. Es war klar, dass der heute bekannt gegeben wird. Weil morgen ist der letzte Tag von Rayquaza. Und sehr überraschend, kein neuer, kein Latios, kein Latias. Diese Regis kommen auch nicht. Lugia ist zurück. So, hier bei News. 2 Wochen lang. Lugia ist wieder am Start. Und zwar ab dem 16. Also bei uns dann wahrscheinlich Samstagmorgen, der erste Lugia. 2 Wochen bis zum 2. April. 2. April, komisches Datum. Ich denke, die haben mit Absicht nicht 1. April gemacht, damit nicht jeder denkt, das wäre irgendwie so ein April-Scherz oder so. Bis zum 2. April, 2 Wochen, ist Lugia wieder am Start. Manche freut es, manche nicht. Wind ist ein bisschen stark, ich hoffe, es rauscht jetzt nicht allzu stark. Mich persönlich freut's. Damals war ich noch Free-to-Play und damals kam Lugia und Arktos gleichzeitig. Das heißt, ich hatte nur den freien Pass und ich musste mich entscheiden zwischen Lugia und Arktos. Deswegen habe ich gesamt, glaube ich, 2 Lugia gefangen. Können wir mal schnell hier schauen. 2 von 5 oder so. Damals war ich auch noch richtig schlecht im Werfen. So, Luigi. Lugia, 2025. Bewertung, ich glaube, der hat sogar Attack 15. Wenigstens das, den kann man sogar pushen. 200 Bonbons habe ich vorbereitet mit Sonderbonbons, aber gefangen habe ich bei weitem nicht so viel. Jo-Toaster. Schauen wir mal kurz drauf. Also, wie gesagt, ich freue mich. Kann ich jetzt versuchen, noch einen guten zu fangen. Schreibt unten rein, ob ihr euch freut. Ich weiß, viele wollten, dass die Legendären zurückkommen. Die Vögel, Lugia und dann auch die Raubkatzen. Genau, 2 von 5, das war's. Echt traurig. Vor allem im Vergleich jetzt zu Rayquaza, wo ich 100 an einem Tag gemacht habe. Und da habe ich 5 gesamt gemacht. Aber wie gesagt, ich freue mich. Schreibt unten rein, ob ihr euch freut wegen Lugia und welchen ihr gerne zurückhaben wollt oder zurücksehen wollt. Das war's von mir. Kurzes Video. Ich muss zurück in die Arbeit. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. So. Kurze Ergänzung noch, es kam gerade Einladung, passt perfekt in das neue System, in das neue Schema. 2 Tage vor dem nächsten EX-Raid, ihr wisst, am Samstag ist einer, mein 6. Mewtwo am Samstag und 2 Tage davor, heute Donnerstag, kam wieder eine Einladung. Heute bisschen früher, wann war das? 19 Uhr, 18.50 Uhr, irgendwann so. Also überraschend, dass es früher kam, aber nicht überraschend, dass es heute kam. 7. Einladung bekommen. Mal schauen. Also wir haben ja die Raid-Tour gemacht mit 104 Raids. Und von den 104 Raids waren nur 2 Arenen dabei, die eine EX-Einladung bekommen haben. Also war schon ziemlich knapp. So sicher war es gar nicht, dass wir eine Einladung bekommen. Aber bisher, seit meinem ersten Mewtwo, jede Woche eine bekommen. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, eine Woche habe ich nichts gemacht. Aber egal. Mewtwo wieder am Start. Einladung wieder am Start. Das war's von mir. Verabschiedung haben wir schon gemacht.